schönen guten Tag. Ja, wir sind immer noch bei Marius. Und ich glaube, hier sind wir in seinem kleinen, in seiner Motorenkathedrale, wenn man es so will. Ja. Ihr habt ja mitbekommen, es gibt so eine relativ lange Diskussion, was für ein Motor in mein Auto kommt als nächstes. Und wir haben ja der ist aktuell der V6 drin. Ich mag den Motor auch prinzipiell. Hab den Motor auch weiterverkauft. Warum, wieso, weshalb, habe ich gesagt. Der eine Punkt ist, dass mir das Auto eigentlich prinzipiell zu wenig Leistung hat. Der andere Punkt war, dass es dann doch relativ normal wurde, diesen 2,5er mit Einzeldrossel in dem Chassis zu fahren. Und wir haben dann so ein bisschen überlegt, okay, was machen wir, was bauen wir? Und irgendwann sagte Nico bei mir im Büro, sagte, ey, mach doch einen Wankel da rein. Sag ich, ja, Wankel ist ja ein Traum, ne? Du kannst vielleicht mal so Video einblenden, wie so ein Ding so schön startet. Aber bei meinem Fahrzeug ist das gar nicht mal so tragisch, aufgrund der Tatsache, dass mein Auto wird ja eh nicht so viel bewegt und man kann halt einen Motorraum ultra krank clean machen mit einem Wankel. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, okay, da habe ich Bock drauf. Haben wir so ein bisschen überlegt und dann haben wir gesagt, okay, gut, lass einen Wankel bauen. Jetzt ist die Sache die, ihr wisst es alle, ich persönlich habe ungefähr so viel Ahnung vom Wankel bauen wie der Keno vom Kochen, also relativ wenig. Und ja, ich kenne Marius schon ein bisschen und er kann das auf jeden Fall tausendfach besser wie ich. Sicherlich gehört er auch zu den, in meinen Augen, 10 versiertesten Leuten Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, wenn es ums Thema Wankel geht. Weil er hat es von der Pike auf gelernt, über Onkel, Vater, Opa. Und da haben wir gesagt, okay, lass mal so ein Ding zusammen machen. Lass mal ein bisschen was machen. Und das war halt auch immer ein Punkt bei uns in der Firma. Wir können oder konnten kaum Wankelsachen supporten oder uns drum kümmern oder helfen. Und hier können wir jetzt mit Marius da auch ein bisschen was machen, also quasi wie eine verlängerte Werkstatt. Wir können entweder Kunden zu Marius bringen, sagen, hey, wir haben da jemanden, wir können da jemanden empfehlen, guten Gewissen. Und das hier ist quasi das erste Projekt. Und das ist mein Motor für mein Auto. Also das ist das Geile daran. Wir haben ein bisschen hin und her getextet, wie wir was bauen und so. Und ich habe gesagt, hey, guck mal, so und so will ich den Motorraum haben. Und der Marius hat irgendwann angefangen zu bauen und jetzt kannst du mal ein bisschen was erzählen zu dem, was wir hier haben, was für ein Motortyp vor allen Dingen und was wir alles genau gemacht haben. Also gebrannt. Und eine Frage von Anfang an, muss man ganz klar sagen, prappt der, wenn der fertig ist? Der prappt. Ja? Ja, der prappt richtig. Ja. Also bei mir ist er U-durch, aber wie gesagt, für ein Auto, das nicht fährt, braucht er keinen TÜV. Ja. Also so Leerlauf, denke ich, irgendwas zwischen 1200 musst du auf jeden Fall fahren, sonst wird er ausgehen. Ja, also das braucht er schon. Der Nico seine braucht schon 1400. Ja, gut. Ja. Es ist ja immer so, wenn er richtig prappen soll, ist noch ein bisschen tiefer, dann wird es richtig dunstig. Okay. Also wir haben jetzt hier, also du hast mir im Endeffekt so den Prototypen hast du mir angeliefert. Mhm. Ja, du hast mir einen Block gebracht, das war ja ein 13B-Block, Turbo. Der wird jetzt ein Sauger werden. Mhm. Wird zwar Saugerkolben bekommen, also die Rotoren machen wir Sauger rein. Weil die heißt das auch beim Wankel, die Trochoide heißt es normalerweise, ne? Ne, Trochoide ist das Gehäuse. Ah, okay. Das ist die Trochoide und das ist der Kolben, Rotor. Ja, dann heißt es Kolben oder heißt es Rotor? Ja, Rotor. Ne, du kannst so, ist eigentlich auch die Bezeichnung. Also wenn du jetzt bei Mazda bist und suchst zum Beispiel im elektronischen Parts-Katalog das Teil, dann ist das ein Rotor. Okay. Ja? So deklariere ich das auch mit allen seinen Bestandteilen, die Side Seals, Apex Seals, was mal jeder... Stopp, das musst du erklären. Also das Problem ist, weil, also da bin ich auch raus. Also wenn mich jemand fragen würde und wir haben den nächsten Q&A-Video, stehen dann auf einmal da, der Marius hat gesagt, die Side und die Apex und was auch immer, Seals, da sage ich, okay, ich bin raus, können wir ein Videocall machen und dann kann das nochmal machen. Also deswegen ist mir es lieber, wenn du musst auf jeden Fall mal erklären, wie funktioniert so ein Wankelmotor, wie geht es, wie dreht sich das da drin, wie entsteht dann überhaupt dieses... Das willst du von Anfang an, willst du das jetzt wissen von mir? Ja. Dann wird es ein langes Video. Das ist nicht schlimm. Nee, also wir haben hier grundlegend erstmal das System, also wir haben ja auch ein Viertaktprinzip hier, ja, ganz normal, nur ähnlich wie beim Zweitaktmotor, also du hast praktisch durch keine Ventile, die öffnen, sondern einfach nur durch Schlitze, die überfahren werden und Öffnungen, hast du halt das Viertaktprinzip, was halt hier ausgelebt wird. Ist natürlich ein ganz anderes Verfahren. Und die Dichtungen halten auch den kompletten Verbrennungsdruck? Genau, richtig. Ja. Diese Dichtleisten, die dichten ab gegen Öl, die dichten ab gegen Verbrennungsdruck. Und aber Öl wird mit eingespritzt oder mit dem Benzin gemischt, ne? Genau, entweder so oder ja, gibt verschiedene Varianten. Was ist da die beste Variante? Am besten ist alles. Wer funktioniert, der gut fährt. Okay. Ja. Also ich sag ehrlich, also bei den Motoren oder bei den Autos auch, die ich selbst fahre, ich mische immer Zweitakt
Öl oder Premix, was auch. Es gibt ja, können wir auch stundenlang philosophieren. Aber wie gesagt, grundlegend gesehen, wer gut schmiert, der gut fährt. Ja, nimmst du Premix oder nimmst du ganz normales Zweitaktöl? Ich nehme Zweitaktöl. Ja. Inzwischen, ich habe lange Jahre eigentlich immer Idemitsu genommen. Ja. Aber ich muss sagen, für mich persönlich, ja, ich will da keinem zu nahe treten, aber ich merke keinen großen Unterschied. Ja. Heutzutage ein standardisiertes Zweitaktöl heute, so ein Castrol zum Beispiel, ja, RS-Zweitakt für die Roller. Die plauen auch nicht mehr, weil das war immer so ein Thema. Das normale Zweitaktöl hat mir gesagt, ey, das bläut dann so und dann qualmt die Kiste. Mhm. Ja, aber macht's nicht. Funktioniert einwandfrei. Kann ich auch jedem empfehlen. Ja. Genau. Also wie gesagt, grundlegend funktioniert das halt so. Und das hier sind diese Dichtungen. Also du kannst ja vielleicht mal erklären, was da ein bisschen wo hinkommt. Genau. Mit dem Rotor zusammen und den Kolben zusammen. Genau, also das ist unser Rotor. Der beinhaltet praktisch all diese Bauteile. Da haben wir hier einmal die Corner Seals. Die kommen hier in die Ecken rein. Da gibt es ja auch sowas, da sagt der eine, man nimmt Kohle und man nimmt Stahl-Seals. Ja. Was ist das? Das zeige ich hier. Da haben wir eigentlich alles da. So, also hier haben wir jetzt erstmal verschiedene Seals. Hier hast du die Side-Seals, die gibt es eigentlich immer, das ist immer eine Stahlausführung, da gibt es keine Kohle. Das, was du meinst, sind die sogenannten Apex-Seals, also die Hauptabdichtung des Rotors, die nachher auch eigentlich den kompletten Verbrennungsdruck aufnehmen kann. Okay. Ja, die sitzt hier oben quer drin. Ja, okay. Die passt jetzt hier nicht rein, weil das ist eine Kohledichtleiste aus einem alten 12A-Motor, das ist ein Rennmotor gewesen. Das sieht man auch daran wieder, da sind wir wieder beim Thema 13B und 12A. Man sieht hier, die ist kürzer und die 12A-Rotoren sind auch schmäler. Das beeinflusst das Kammervolumen. Okay. Ja, also die Höhe ist gleich? Die Höhe ist genau dieselbe. Mhm. Ja, das Gehäuse ist einfach nur schmäler. Okay. Richtig. Genau. Und das sind, wie gesagt, das sind Kohleleisten und dann haben wir hier noch Stahlleisten. Da merkst du auch direkt vom Gewicht her den Unterschied. Die wiegt fast gar nichts. Die wiegt jetzt auch nicht viel mehr, aber... Ja, das ist schon. Ja, merkst du, wie man dafür, dass die viel breiter ist und auch größer. Das ist krass. Ja, genau. Und wie gesagt, da gibt es 1000 verschiedene Hersteller. Ich muss ehrlich gestehen, ich baue ja die meisten Motoren, die ich baue, sind relativ seriennah. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, Mazda, original, ist das allerbeste. Okay. Muss man einfach sagen. Ja. Die funktionieren am allerbesten. Die haben und Teileversorgung funktioniert? Hm? Teileversorgung funktioniert noch? Ja. Okay. Wunderbar, wirklich. Ja. Man muss sogar heute sagen, aktuell, Mazda hat ja viel, gerade auch im FD-Bereich, mit Heritage-Programmen so zu tun. Machen auch viel, glaube ich, MX-5 inzwischen wieder. Also zum Beispiel aktuell baue ich keine FD-Motoren für RX-7 FD-Motoren, weil der Motor aktuell, ich kann den billiger anbieten als neues Austauschteil, als wenn ich den in Stand setze. Okay. Ja, weil die Einzelteile, gerade so ein FD-Gehäuse, also diese, die Trochine, von dir gesprochen, die kostet knapp 2200 Euro, eine. Okay. So, und sind die auch oft kaputt? Ja, die sind schon. Okay. Man muss sagen, FD oder allgemein alte Generation, 13B, wenig Probleme. Mhm. Ja, der Renesis-Motor, der 13B Renesis aus dem RX-8, muss ich ehrlich sagen, also wenn ich 100 Motoren zerlegt habe, dann waren mindestens bei 90 die Gehäuse kaputt. Ja. Wow. Aber man muss dazu sagen, die RX-8-Motoren werden erfahrungsgemäß auch immer bis zum wirklich allerletzten Exodus gefahren. Okay. Da wird noch angeschleppt, da wird angezogen, bis dann wirklich irgendwann gar nichts mehr geht. Die habe ich auch angezogen. Ja, genau. Das ist halt das Thema, ja. Ansonsten muss ich wirklich sagen, wie gesagt, wenn man das pflegt und man baut es einmal gut, mit guten Ersatzteilen und guten Komponenten, dann funktioniert das gut, ja, definitiv, ja. Und wir machen jetzt inzwischen, bieten wir auch die komplette Palette eigentlich, also kann ich anbieten, ich muss sagen, bei Gehäuse, deine sind jetzt auch noch so eine erste Testreihe von Gehäuse, die wir so bauen, weil wir uns mit dem Thema Aufarbeitung beschäftigt haben. Okay. Also wie gesagt, eigentlich ist es so, wenn das Gehäuse bestimmte Riefen hat, also Tiefe, und die sind hier durch die gehärtete Chromschicht durch, dann sind die Gehäuse eigentlich kaputt. Ja. Ja. So weit sind wir auch noch nicht, dass wir das neu auflegen können. Mhm. Aber was wir machen können, wenn wir Gehäuse haben, die vielleicht nur oberflächlichen leichten Abtrag haben, können wir die aufarbeiten. Ja. Okay. Da haben wir eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Die haben ein CNC-Unrundschleifverfahren, mit dem wir dann die nachschleifen. Das sind auch deine. Deine sind auch nachgeschliffen. Okay. Siehst du, die Oberfläche ist wieder perlglatt. Mhm. Und das war ein gebrauchtes, also die Gehäuse, die du mir geliefert hast, waren relativ grob. Ja. Ja, schon. Also den hast du, ich glaube, was wird der Motor gehabt haben, ich weiß gar nicht, der kam... Ich kann es nicht sagen, ich habe den Motor, glaube ich, auch... 150.000 Kilometer hat er sicher. Ich habe den Motor gebraucht, gekauft und... Sicherlich, ja, das hast du dem auch angesehen. Und der hat auch nicht viel Premix gesehen, also da ist einer nur gefahren. Ja.
Genau, und die haben wir, wie gesagt, jetzt aufgearbeitet. Die habe ich auch noch geportet. Da sind wir wieder beim Porten. Da haben wir die Abgasports größer gemacht, dass wir alles, was wir nachher mehr reinmachen, auch nachher größer rausgeht. Und wo ist die Einlasszeit? Also wo nimmt der Motor seine Frischluft? Das macht er hier über die Seitenplatten. Ah, okay. Genau, dann hier. Hier ist der Einlassport. Das ist auch das, was man nachher als Porting versteht. Ja. Bei dem relativ interessant, weil wir haben hier einen Bridgeport. Motor. Mhm. Das ist auch das, was nachher das Brappen extrem... Ja. Das ist auch dann nicht so sehnah. Ne? Das also ist nicht sehnah. Ja. Ja. Das ist hier, ich kann hier mal gerade eine Platte organisieren, die seriennah ist, glaube ich, sogar auch... Oh, lass mich lügen. Ja, ist eine FC-Platte, also praktisch genau das Pendant zu deiner. Und das ist eine Platte, die hat mal einen Wasserschaden gehabt. Was ist Wasserschaden? Dann bricht diese Kante hier, ne? Nee, die hat hier einen Wasserschaden auf der Lauffläche. Ah, okay. Das Problem bei dem, der Motor stand, lass mich lügen, 16 Jahre lang, mit eingeschlossenem Wasser praktisch im Keller. Ja. Oh. Und dann hast du das Problem, dass der Rost, also das Wasser steht ja da drin, rostet klar. Ja. Und dann hat sich da das Wasser in die Oberfläche reingesetzt. Mhm. Und dann haben wir diese Platte zum Beispiel geschliffen. Das machen wir auch. Also wir schleifen die Platten, die sind auch geschliffen. Also man sieht es, die sind geschliffen und nitriert. Okay. Man hat beim Nitrieren, haben wir dann halt festgestellt, bei der Platte, die habe ich geschliffen und dann hat es unten so leichten Wasserrand. Mhm. Aber ich dachte mir, okay, das funktioniert. Mhm. Wir gehen die zum Nitrieren. Als die vom Nitrieren zurückkamen, sind diese Poren, diese Rostporen beim Nitrieren aufgegangen und diese ganze Platte ist praktisch unbrauchbar gewesen, weil die Rostporen richtig rausgekommen sind. Also wenn du da, wahrscheinlich, wenn ich den Motor zusammengebaut hätte, der hätte nicht lange gehalten. Okay. Ja, weil da laufen ja die Side-Seals, die seitlichen Dichtleisten hier von den Rotoren. Was passiert dann? Wo verliert der Motor dieses typische? Weil du hast ja eben in einem anderen Video noch gesagt, man prüft beim Wankelmotor nicht so oft die Leistung, sondern mehr die Kompression. Wie verliert der Motor die Kompression? Ist das über diese äußeren? Also das müsstest du vielleicht nochmal erklären, dass du nochmal erklärst, wo denn welche Dichtungen, vor allen Dingen welche Aufgaben die haben. Also im Endeffekt, also grundlegend ist die Aufgabe so, dass jede Dichtung, die man hier außen sieht, die Side Seal, sowie die Corner Seal und die Apex Seal, die obere, alle natürlich den Brennraum abdichten. Okay. Du müsst ja in dem Moment, wo hier unsere Zündkerzen sind und wir unser Benzin-Luft-Gemisch zu der Zündkerze schieben, müssen wir natürlich den Brennraum verkleinern und dann muss es dicht sein. Ja. Ja. Und erfahrungsgemäß, die meiste Kompression verlierst du über die Apex Seal, aber nicht über die Seal alleine, sondern sind wir wieder, das ist ein Zusammenspiel aus dem Gehäuse und der Seal. Okay. Du hast dann einfach das Problem, dass das Gehäuse irgendwann, wenn das zu viele Macken hat, gerade in dem Bereich kurz vor der Kerze, hast du dann so richtig schöne Riefen irgendwann. Und klar, da geht natürlich dann die Luft. Das sind diese Rattermarken, von denen man spricht? Ja, Rattermarken ist noch ein bisschen was anderes. Okay. Ich rede einfach von ganz einfachen, schau mal, wir haben ja dann hier so, da haben wir auch sowas. Stimmt, das sind alles hier Motoren. Nee, komm, ich gebe dir welche. Ich kann dir einen zeigen, der hat hier. Das war von unserem Eunos Cosmo. Hier sieht man das eigentlich ganz gut. Da sieht man hier diesen Längsschliff. Ja. Direkt auch über der Kerze. Das ist auch jetzt defekt. Genau, das ist ein defektes Gehäuse. Das ist auch schon so defekt, dass ich sage, dieses Gehäuse würde ich jetzt nicht mehr nachschleifen. Mhm. Also kann man schleifen. Das Problem ist, es wird aber nachher nicht lange funktionieren. Mhm. Weil das Problem ist, dieses Nachschleifen, du beschädigst ja in dem Moment die Oberfläche. Ja, oder die Oberfläche wird dünner. Ja. Und die aufgetragene, gehärtete Schicht von Mazda Original wird natürlich auch dünner. Und wenn die mal durchbrochen ist, dann geht es relativ schnell, der Zerfall. Ja, okay. Das ist auch das Thema, was du gerade hast. Ganz alte Motoren haben das oft. Da zerfällt dann die Schicht und du hast richtige Abplatzungen schon. Da fehlen teilweise aus der groben Schicht fehlen Teile, weil die rausgebrochen sind. Okay. Ja. Da war doch in England der Kerl, der er könnte das jetzt nachbauen. Ja, ja, das, wie gesagt, das ist so ein bisschen am Kommen. Ich habe auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen. Da gibt es ja dieses Nikalsil-Beschichten, was man auch bei Zweitaktern macht. Da bin ich jetzt so ein bisschen dran, dass man sowas vielleicht mal ausprobiert. Aber das ist halt alles noch so ein bisschen Testreihe, Prototyp. Das ist halt, in Deutschland sind wir da noch sehr klein. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich bin halt immer einer, ähnlich auch wie du. Am liebsten baue ich alles bei mir direkt vor Ort. Ja, ja, das ist klar, ich kann auch aus Japan, Australien, Neuseeland, Amerika überall zukaufen. Mhm. Aber ich finde mir cool, wenn man das hier direkt anbieten kann. Deswegen habe ich mich auch irgendwann beschäftigt, okay, hier die Platten. Das war das erste Ding. Ja. Wir schleifen die hier vor Ort. Da habe ich extra eine Maschine für. Eine umgebaute Planmaschine für Zylinderköpfe.
mit denen wir die hier schleifen und ich lasse die hier nitrieren. Mhm. So habe ich schon mal Arbeitsschritt 1, was halt auch auf ein Verschleißprodukt ist, hier erledigt. Mhm. Wie gesagt, nächste Produkt ist jetzt halt die Gehäuse. Ja, aber da sind wir halt auch noch so weit in der Testlaufreihe. Also wir haben Autos, die damit einwandfrei funktionieren. Unser weißer FC, der Rechtslenker, den Motor haben wir gemacht, der hat jetzt knapp 6000 Kilometer drauf mit geschliffenem Gehäuse von uns. Ja, und den wollte ich ganz gerne vielleicht dieses Jahr nochmal ausbauen und mal reinschauen. Bis jetzt muss ich aber sagen, never change the running system. Ja, ja, das Auto läuft, der springt warm, springt kalt, immer wunderbar an. Das ist dieses Typische, ne? Das ist auch so ein, man sagt, der Wankel, wenn der warm schlecht anspringt, dann ist er schlecht. Dann wird die Kompression, er hat das grundlegende Problem, dass wenn der warm wird, es dehnt sich ja alles aus. Ja. Ja. Und übertrieben gesehen dehnt sich natürlich auch der komplette Brennraum aus. Mhm. Und im Endeffekt kann man dann sagen, die Luftspalt, den du überall hast, also hier diese Macken und so, die werden ja dann im Endeffekt auch größer. Was kann der Motor nachher drehen, wenn wir hiermit fertig sind? Mit dem Thema Luftspalt und drehen und, weil wir haben ja kein, das muss man sagen, beim Wankel, du hast ja keine Bauteile, die quasi die Richtung ändern. Also wie beim Hukold-Motor ist ja so, ich habe ein Bläuel, das geht hoch und runter, ich habe ein Ventil, das geht auf und zu, das habe ich hier nicht. Ja. Also hier bei den Motoren, also ich gehe mal von aus, der hier, der wird irgendwann um die 9000 drehen. Mhm. Was du nachher daraus machst mit deiner Steuerung, es bleibt dir überlassen. Ich würde sagen, die Grenze liegt bei 9, weil wir hier auch noch eine Original-Ölpumpe fahren. Ja. Also keine Trockensumschmierung oder, also deswegen würde ich sagen, lass bei 9 Ende machen, weil das Problem ist, damit fällt halt die ganze Nummer. Also gerade die Ölversorgung und gerade die Ölpumpengeschichte ist beim Wankel halt echt schwierig. Du hast irgendwann durch die Fliehkräfte, wenn du mal bei 10 bist oder 11.000 Umdrehungen, so einen hohen Fliehkraft und so einen hohen Ölverbrauch auch, dass wir jetzt, hatten wir schon Ölpumpen, die platzen dann einfach. Okay, da, die das zerplatzen, ist wie ein BP. Ist auch genau, so. Die zerplatzen und dann hast du da halt. Ja, und dann ist es natürlich, wenn dir bei 11.000 Umdrehungen die Ölpumpe platzt, dann ist Feierabend. Dann sind direkt die Lager Schrott. Ja. Ja, und dann Lager hat er, also Lager hat er auch, ja, ne? 4 Stück. Okay, das ist, und wie, wo läuft der ganze Rotor drauf? Also der Rotor läuft auf der sogenannten Exzenterwelle. Ja. Ja. Die haben wir hier. Besteht eigentlich im Endeffekt aus nur 4 Lagern, das Ganze. Du hast einmal die Exzenterwellenhauptlage, okay. 2 Stück, in der hintersten Platte. Ja. Und in der vorderen Platte. Die Lagerzapfen sind diese. Da hast du einmal das hintere Lager. Okay. Und das vordere Lager. Mhm. Also das steckt dann da drauf. Ja. Also das hast du hier vorne drüber praktisch. Und das steckt hinten drauf. Ja. Und die laufen dann hier drin. Okay. Hier laufen die Rotoren drauf. Das okay. Ist Rotorlager. Rotorlager Nummer 1, Rotorlager Nummer 2. Und wie wird der Rotor darauf befestigt? Der Rotor schwimmt da drauf. Ah, okay. Der schwimmt darauf und der Rotor, daher kommt dann auch diese Bewegung, die er in der Trochide macht. Ja. Das Zahnrad läuft hier drin auf. Ah, okay. Und in Zusammenhang, man sieht es ja auch hier, das läuft ja jetzt praktisch asymmetrisch, wenn man jetzt hier reinguckt. Ja. Und dann spiegelt es auch praktisch die Form von der Exzenterwelle wieder. Wenn du jetzt hier von vorne praktisch drauf filmst, siehst du auch wieder den asymmetrischen Kranz. Mhm. Du hast hier einmal das, die Exzenterwellenlagerung und den Rotor. Ja? Und der Rotor dreht sich über den Zahnkranz ab. Und das beschreibt dann auch die Gehäuseform, ja, der Trochide. Dieses, ich sag mal, wie ein Bauch. Okay, ja, cool. Genau. Und das sind alle Dichtungen, die man braucht? Ja, da fehlen im Endeffekt nur unsere Lager. Ja. Auch Matze Original, muss ich sagen, wirklich das Beste. Zweimal Rotor, zweimal Exzenterwelle und dann baue ich dir mit dem ganzen Kram den Motor zusammen. Und woher kommt das Brappen? Das Brappen kommt durch das Porting, also es gibt viele Möglichkeiten, Motor brappen zu lassen. Am krassesten, das sind auch die, die man aus den Videos immer kennt, brappen die Peripheralport, also diesen sogenannten Stirneinlass. Dann ist aber die Einlass nicht mehr hier, ne? Genau, dann ist das hier praktisch geschlossen und wir lassen genau auf derselben Seite, wo wir unten auslassen, lassen wir oben ein. Ja, okay. Also du musst dir dann vorstellen, praktisch hier im Endeffekt dasselbe Loch wie hier, meistens sogar noch ein bisschen größer, lassen wir ein bisschen größer dimensionieren, ja, ähnlich auch wie beim normalen, hast du hier deinen Einlass und die Luft geht dann direkt in den Brennraum, ja, und das Brappen kommt eigentlich daher, dass in dem Moment, wenn hier dein Einlass ist, ist Einlass und Auslass gleichzeitig auf. Weil der Rotor steht ja in dem Block. Also quasi auch wie beim Hukold-Motor die Überschneidung, die am Ende des Tages. Genau, richtig. Und der steht ja praktisch so.
Und jetzt hast du in dem Moment ja das also Auslass und Einlass gleichzeitig auf. Ja. Und durch diese Überschneidung entsteht dann dieses heftige Prappen. Okay. Ja? Und das können wir hier jetzt bei deinem Motor trotzdem halt relativ gut noch nachsimulieren, indem wir halt da so ein. Aber das bringt auch Leistung. Das bringt Leistung. Ja. Du kriegst immer mehr ja. rein. Ja. Bringt nachher am Ende des Tages auch. Also, um es einfach zu sagen, der Port ist nachher wie eine Nockenwelle. Ja. Wenn ich eine krasse Nockenwelle fahre, genau. ist wie wenn ich einen krassen Port fahre. Ja. Okay, cool. So, was habt ihr jetzt hier gemacht? Also das ist ein sogenannter Bridgeport. Ja, da hinten, da sieht man noch ein bisschen besser. Da habe ich den sogar schon mal ein bisschen noch aufpoliert. Du hast praktisch, also dein Rotor, jetzt brauchen wir den wieder. Der hilft uns da immer sehr gut. Kann man sich das besser vorstellen. Der sitzt ja hier so drauf. Ja, und er fährt dann, ich muss das ein bisschen vorziehen. Der Rotor dreht sich und fährt hier an unserem Port vorbei. Und jetzt hast du das. Sieht man jetzt ganz gut. Mhm. Eins noch vorweg, die Brücke, ja. deswegen auch der Bridgeport, ja. die ist im Endeffekt nur dazu da, dass dieser Seal, unser Corner Seal, ja. nicht in das Loch einfällt. Ah, okay. Weil das wäre blöd. Ja. wie gesagt, der fährt dann drüber und jetzt hast du wieder das Moment, dass er hier drüber fährt und eigentlich unser normaler Einlass, der große, ja. der Original da auch ist, ja. Ja, der ist ja jetzt noch zu, mhm. der ist geschlossen. Aber unsere Bridge, ja. die ist schon auf. Ah, okay. Und daher hast du jetzt wieder das Thema der Überschneidung. Was kann sowas an Leistung? Das hier? Ja. Das kommt ganz drauf an, was du nachher dann als Setup, ja. wichtig, was Einspritzung gehe ich von aus, wirst du auch eine Einzeldrossel genau, machen? Einzeldrossel, genau, Einzeldrossel, ja. Ich gehe mal von aus, mit einer sauberen Abstimmung, Bridgeport. Also 220 PS Sauger kannst du da schon fahren. Ja. Wenn du nachher ultimative natürlich dann ja. so vielleicht für nächsten Winter, ja. können wir dann vielleicht so einen Peripheralportmotor mal bauen. Ja. Was geht da? Da geht dann schon 300. Ja? Ja. Da kannst die du sind schon, aber dann noch nicht haltbar. Oder? Der Verschleiß ist schon deutlich höher. Ja, ja natürlich, ganz klar. Ja, man muss es einfach sagen, weil jedes Mal natürlich, also diese Apex Seal, unsere breite Dichtleiste, mhm. ja, wo wir vorhin schon hatten, vorhin mit den Kohle, ja. die fährt ja dann praktisch über zwei so riesige Ports drüber. Okay. Und im Endeffekt, in dem Moment, wo die ja hier drüber fährt, liegt immer ein leichter Verschleiß da. Genau, liegt die ja nur noch hier und da auf. Ja. ja. Und gerade wenn du sowas damit richtig Leistung fährst, mhm. musst du dir vorstellen, so bei 9000 Umdrehungen ja. entstehen ja auch Fliehkräfte. Ja. So, dann fährt so eine Dichtleiste an so einem offenen Port vorbei, mhm. dann haben wir da noch richtige Abgastemperaturen, da geht es halt richtig vorwärts. Mhm. Und dann ist natürlich der Verschleiß um ein Vielfaches höher. Ja, definitiv. Ja. Aber klar, das ist natürlich, wie du schon sagst, eigentlich fahre ich eh nicht so viel. Ja. Und eigentlich muss es ganz geil sein. Genau, es soll nur, es deswegen, ist nur Show-off. Ja, wir machen das jetzt mal so. Genau. Wir bauen das mal so mit Bridgeport. Ja. ja. Und dann fahren wir das mal. Und nächsten Winter setzen wir es zusammen, dann bauen wir irgendwas anderes. Das ist ja immer wieder schön, du kannst es ja kombinieren. Mhm. Den Block baue ich aus. Ja. ja. Bau dir zwei andere Gehäuse rein. Den Rest können wir eigentlich so lassen. Ich gieße dir hier nur die Ports zu. Ja. Und was gießt man das zu? Das eigentlich sage ich ehrlich, das ist meistens zusammengemischt selbst ja. aus Kaltmetall, ja. viel Dichtmasse auch. Ja. Ja. Und dann hast du da im Endeffekt ja, einen klebrigen Gleister drin, mhm. der brutal aushärtet mhm. ja. und dann das verschließt. Es gibt auch andere Varianten, du kannst auch einfach hier Bleche draufsetzen, ja. aber dann hast du ja trotzdem dieses klar. Luftvolumen. Ja. Deswegen versuchst du das zuzunehmen. Ja. Was natürlich dann High-End wieder ist, dann sind wir wieder auf der anderen Seite ja. der Weltkugel. Da gibt es ja diese Billet-Parts, ja. vielleicht hast du davon auch schon ja, vom Pack. Das ist genau, richtig. Ja. Die sind da ja da ganz weit vorne. Oder auch Billet Ink und so, die halt... Da haben wir ja, eine von Chip, nicht Chip Fuß, sag ich schon, von Fuß haben wir so eine Billet Trockensumpfpumpe. Habe ich gesehen, ja. Ja, für das 727-Projekt, ja. ja. Die ist geil, ja. Das ist auch eine coole Sache. Ja. Und die machen halt da echt richtig viel, muss man ja sagen. Und das holen wir hier in Deutschland auch nie mehr auf. Ja. Allein diese Maschinen, die kosten... Ja. einen Haufen Geld. Mhm. Ja. Und du musst natürlich auch jemanden haben, der da richtig ja. viel Zeit hat. Ich habe zum Beispiel Chips Motorsport. Ja, ja da habe ich die gekauft. Ich ja. meine, da ist die von Chips, ja. Genau, und der, ich habe also mit ihm auch Kontakt, der hat ein Gott, mhm. was das angeht. Alle seine Arbeiten sind wirklich perfekt. Das ist wirklich Next Level noch, ja, sage ich ehrlich. Aber das kostet richtig viel Zeit. Also wenn ich sehe, der sitzt dann teilweise 3, 4, 5 Tage nur an der Fräse, dass da 3 Bauteile rausfallen, ja. Also ist schon Wahnsinn, ja. Aber wie gesagt, das sind zum Beispiel Sachen, oder das sind auch Jungs, die können dir zum Beispiel dann auch Seitenplatten anbieten. Die kommen als Rohling. Ja. Und dann ist es direkt zu. Okay. Das ist natürlich dann Nonplus Ultra. Mhm. Ja. Und was die natürlich heute auch machen können, das ist alles hier von Hand geschliffen. Also ja. das schneide ich. Ja. Das bohre ich selbst. Stimmt, das schleife ich selbst. Ne? Genau.
Da habe ich verschiedene Fräse. Ja, alles. Ja, da habe ich hier noch verschiedene Varianten. Und das ist alles praktisch handmade, nenne ich es mal. Und die Jungs, die haben ja teilweise, wie gesagt, CNC-Programme, die fräsen dir dann sowas mit CNC. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Liga, ja, muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, für hier, für das, was wir auch in Deutschland realisieren können die meiste Zeit, weil, wie gesagt, in Staaten fahren die andere Autos auf der Straße als hier, muss ich halt sagen, ist das eigentlich, ist das so schon gut. Das funktioniert und das fährt, ja, definitiv. Cool, cool. Ich überlege gerade, was man noch, also wie gesagt, ich finde das ganze Thema super spannend, weil ich bin da ja so weit von fern. Also wie gesagt, wenn du mich irgendwas an einem normalen Hukold-Motor fragst, der bei einem Mazda irgendwie mal gearbeitet hat, da kann ich das beten. Ich finde es auf jeden Fall super, super interessant. Also das ist auch, wie du es erklärt hast, wohl was die ganzen Seitenleisten und Abdichtleisten und hast du nicht gesehen sind. Mega spannend. Also so, ich bin auf jeden Fall ultra, ich soll nicht sagen nervös, das ist der falsche Ausdruck, sondern gespannt drauf, wie das am Ende des Tages zum einen aussieht. Also ich, wie gesagt, das Auto ist ein relativ starkes Optikauto. Ja. Und vor allen Dingen auch dann, wie es klingt und wie es fährt. Also es ist ja immer lustig. Also so ein Wankel, der giert ja unendlich nach Drehzahl. Ich habe das heute beim Nico seinem Auto gemerkt, bin ich mitgefahren, also mitgefahren, einmal sogar selbst gefahren. Und du kommst so ganz leicht in den Bereich Ladedruck und du merkst so, okay, fuck man, die Drehzahl will direkt immer wieder weg. Ne? Das ist nicht so wie in einem Hukold-Motor, wo du sagst, okay, jetzt ist gerade so der Todpunkt und dann geht's ab, sondern das ist super sanft geht es quasi direkt dann in Drehzahl und vor allen Dingen auch in Leistung. Ja. Definitiv, ja. Und wir haben das, also wir filmen schon die ganze Zeit drumherum, aber wir haben, das hier ist dann quasi einmal mit einem Rotor mehr. Wie geht, also eine Sache vorweg, weil das würde mich ja viel mehr interessieren. Wie baut man überhaupt so einen Wankelmotor zusammen? Also weil genau hier so. Ich genau kann so, ja schlecht. Wir fangen hier an. Okay. Wir fangen immer mit der vorderen Platte an. Okay. Die hängen wir, im besten Fall hängen wir die auf. Ja. Ich sag dir ehrlich, es gibt viele talentierte Jungs da draußen, die bauen dir sowas auch anders auf. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir halt den Vorteil irgendwann gemacht und habe mir so einen Halter gebaut. Damit geht es schon wesentlich einfacher. Ja. Ja. Aber wie man gesagt, steckt den dann quasi wie so ein Sandwich. Wir legen den aufeinander. Genau. Ja. Da kommt hier unten als allererstes unser Hauptlager rein. Mhm. Ja. Dann werfen wir unser Gehäuse drauf, machen unseren Rotor rein, schieben die Apex-Seals rein. Wie lange brauchen wir für diesen Prozess? Das klingt jetzt so, das klingt so, wie als wären das nachher 25 Minuten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Okay, also das reine Zusammenbauen. Ja. Die meiste Arbeit ist die Vorbereitung. Okay. Ja, die meiste Arbeit ist die Vorbereitung, das alles perfekt sauber. Aber du machst ja nicht an einem Tag so einen Motor. Also ich denke mal, mit allem drum und dran bist du ja bestimmt 2-3 Tage beschäftigt, oder? Okay. Also wenn ich alle Brocken da habe, also wir gehen mal von aus, die Gehäuse sind gut, die Platten sind gut, die Rotoren sind gut. Wir haben nur einfach schlechte Kompression, weil unsere Apex-Seals verschlissen sind. Ist zwar selten der Fall, aber es gibt's. Gerade alte Motoren können das schon mal, dass die im Endeffekt nur überholt werden, wie jetzt beim Automotor Kolbenringe rein. Ja. Und aber ich brauche nicht zu erklären, Kolbenringe machst du nicht mal an einem Vormittag. Nee, aber also, ich schon. Ja, also das Kolbenringe, Motor raus, Kopf runter, Kuppelwelle raus, Lager kontrollieren, Bohrung durchmessen, dann Kolben sauber machen. Also da bist du 2 Tage dran, bis 2,5. Nee, hier geht das, du hast halt aber auch viel, viel weniger bewegliche Teile. Ja. Allein schon, wenn du anfängst, bei einem Automotor die Ventile einzuschleifen, ich schleife, wenn es ein 13B ist und habe 2 Rotoren, schleife ich dir 12 Side-Seals ein, weil die kommen immer in Überlänge, die müssen eingeschliffen werden auf den Rotor. Also das ist quasi wie das Kolbenringspiel, was man einstellt. Genau, diese die schleife ich dir ein und ich sage dir, das ist auch der längste Arbeitsprozess an allem. Ja? Okay. Also wie gesagt, wenn ich jetzt davon ausgehe, der Motor kommt hierher, der liegt auf der Palette, ich baue den auseinander, der ist in 15 Minuten liegt der komplett zerlegt hier. Dann messe ich das alles durch, kontrolliere das, werf alles in die Putzmaschine, mach's erstmal grundlegend sauber. Klar, das erste Arbeitsschritt. So, dann kommen die Rotoren hier zurück. Ich schleife die Side-Seals ein, alle auf Punkt, alle auf Maß. Da habe ich auch hier so ein, da kannst du dir die schön reinstapeln. Da kriegt jeder Rotor, kriegt einen eigenen. Also ich markiere mir dann die Rotoren wirklich hier. Also der kriegt dann, der hat ja eine Frontseite, eine Rückseite, der Motor. Ja. Markiere mir die dann, der hat Laufrichtung, mache hier die Oil Controllings rein, schleife die Side Seals A, B, C bis F, jeder Rotor, Vorder- und Rückseite. Dieser Prozess, sage ich ehrlich, wenn du das halt richtig ordentlich machst, und das ist auch wieder das Thema, damit fällt oder steigt die Kompression. Okay. Umso perfekter du das machst, umso besser du an die originalen Mazda-Richtwerte rangehst, umso besser ist der Motor nachher. Okay. Ja? Und das ist natürlich das, wenn du da halt ein bisschen fuschst, nimmst ein bisschen mehr ab,
dann hast du halt das ruckzuck, dieses typische Phänomen, du machst einen Kompressionstest, beim Wankel zeigt dir immer drei Werte an. Jeder Motor hat einen eigenen Wert. Ja. Dann hast du das, so eine Seite hat so 7 Bar, eine hat nur 5,9 und eine hat wieder 7. Ja. Dann weißt du irgendwo in dem Bereich, entweder klemmt was oder du hast einfach da vielleicht zum Beispiel eine Seitziele eingebaut, die du hast halt auf nicht 0,10 oder 0,05 geschliffen, sondern vielleicht einen Millimeter, weil du keine Ahnung an dem Tag halt keine Lust hattest. Ja. Das ist halt auch das, was du oft siehst, wenn du Motoren zerlegst, die vielleicht schon mal auffahren, dass sowas einfach nicht passt. Und deswegen sind das auch Motoren, die dann halt nicht so lange halten. Mhm. Ja, weil wenn zu einem schlecht eingeschliffenen Spiel hier schon, eh schon von Anfang an keine mega gute Kompression war und dann noch der typische normale Verschleiß dazu kommt, geht das natürlich viel, viel schneller. Ja, dann hast du am Anfang das noch so nach 5000 Kilometern springt der noch gut an und dann bei 5500 schon wieder nicht mehr. Mhm. Ja, dann geht das dann noch rapide bergab. Ja. Aber wie gesagt, nochmal zum Thema Schnelligkeit. Also da hast du so 3 Stunden, hast du dann alles eingeschliffen, dann lege ich mir alles bereit, mache alles sauber, alles steht dann hier bereit schon. Also ich habe das dann wirklich auch aufgestapelt, weil es ist dann auch die Zeit, die dich ein bisschen drängt, weil hier unten kommt auf die Flächen noch Dichtmasse. Ah, okay. Und diese handelsübliche Dichtmasse, die auch verwendet für Ölwaren etc. Ja, 35 Minuten. Ungefähr, ja, 35 Minuten, 45 Minuten. Das Feierabend, genau. Deswegen musst du dann schon fliegen lassen. Mhm. Deswegen lege ich mir alles bereit. Das liegt dann auch genau so, wie ich es brauche. Ja. Also hier, Platte 1 hängt schon, Lager ist drin, dann kommt Rotor, Gehäuse, dann schnell Extenderwelle hoch, Mittelgehäuse drauf, Endplatte und fertig. Dann wird hier schnell, dann habe ich immer einen hier im Buch. Ja. Ja, der hatte Finger drauf, der zählt damit mir die Schrauben ab, ja. Dass jede Schraube angezogen ist und dann haben wir das Ding schon fertig. Also Zusammenbauzeit, reine Zusammenbauzeit, maximal 30 Minuten, wenn alles vorher perfekt da liegt. Krass. Ja. Und jetzt das Interessante, also wie gesagt, wir kennen ja alle diese Mad Mike Videos und wir kennen Rotor Bull oder wie die genau alle heißen und so. Ne? Das ist ein Dreischeiber. Ja. Jetzt gibt es ja auch noch den Vierscheiber. Kann ich mir das vorstellen, dass man dann einfach 2 Extenderwellen zusammenschraubt oder wie ist das? Ja, übertrieben gesehen kannst du dir das so vorstellen. Okay. Diese Extenderwellen, wie es zum Beispiel auch PPA Performance zum Beispiel bauen oder auch PEC. Ja. Ja, das grundlegende Modell ist eigentlich das. Mhm. Du hast dann außen, also praktisch hier diese Nuten, sind doppelt gefräst. Ja. Und du steckst dann außen einfach noch einen Lagerbock drauf, der dann auch wieder ein eigenes Extenderwellenlager hat und natürlich noch einen Rotor halten kann. Okay. Und so kannst du das theoretisch x-beliebig lang reizen. Jetzt gibt ja so 6-Scheiben. 6-Scheiben-Motor gibt es schon. Man muss natürlich schon irgendwann sein, erstmal hast du die Länge. Ja, das wird ja in einem Auto immer ein Problem. Und ob das auch wirtschaftlich ist. Ja. Ja, weil im Endeffekt kannst du aus einem 4-Scheiben-Motor schon so viel Leistung generieren. Also wir reden 787B, 91, Le Mans-Sieger. Ja. Das Auto hatte einen Peripheralport. Ja. 4 Scheiben. Ja. 700 PS. Ja. Sauger. Ja, viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja. Mehr geht immer. Ne? Ja, mehr geht immer. Ja, Mad Mike baut es ja dann noch mit 2 Turboladern oben drauf. Ich glaube, 4. 2 oder 4, ich weiß gar nicht genau. Nee, der hat 2. Der hat X5 von dem. Ja. Der hat 2. Ja, das ist so, es gibt auch Quad-Turbo, meine ich. Ja, gibt es auch. Da gibt es so ein paar Videos, aber diese Autos sind immer nur Videos. Ja. Aber dieses reine, wo ich sage, okay, das habe ich auch schon mal fahren sehen, ist halt Mad Mike. Ja. Im FD hat er ja da diesen Sauger und der ND, meine ich, ist ein NC. Der ist ein NC auf ND-Optik gemacht, Genau. Und der hat ja, wie gesagt, diesen 4-Scheiben-Quad-Rotor, also 4 Rotoren plus Turbolader, 2 Stück. Und dann hat das Ding, ich glaube, leistet 1200 PS, meine ich. Ja. Ja. Das ist ja dann schon High-End. Ja. Und wie gesagt, und dieser Motor zum Beispiel, der kommt aus einem Eunos Cosmo. Ja. Weil du es vorhin angesprochen hast, hat der 3 Scheiben oder 2. Ja, ja. Das war früher mal so ein... Der Eunos Cosmo ist das einzigste weltweit gebaute Auto, was serienmäßig mit einem 3-Scheiben ausgeliefert worden ist. Okay. Alles andere... Sind gebaute Motoren. Also ein FD zum Beispiel mit 3 Scheiben gab es auch nie. Ein RX-8, das sind alles gebaute Autos. Überall, wo dann man den Motor drin hat, gab es nicht. Ja, das ist ja das, was ich immer sage. Die Leute kommen her, ich will, dass es prappt, wie in einem Video. Mhm. Was hast du für ein Auto? Ja, das und das. Ja, der grundlegende Basis ist immer dieser 2-Scheiben-Motor, wie sie alle ausgeliefert worden sind. Wie gesagt, nur der Eunos war der mit den 3 Scheiben und auch der, wenn du den anmachst, der fährt ganz normal, hört sich genauso an. Ja, wir hatten ja den 3-Scheiber da aus England, den FC. Ja. Der hat auch nicht geprappt. Der hat so angemacht. Also, läuft. Der hat ja auch eine super Laufruhe, einen Wankelmotor, mega, wenn er komplett selber ist. Also hier kannst du auch 2 Euro oben senkrecht draufstellen, steht. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Und das ist quasi auch eigentlich schon der Motor dann für das eventuelle RX-7 Traumprojekt? Definitiv, Okay. Ich brauche eigentlich nur noch ein Chassis dafür. Ja. Ja. Ich brauche ein Chassis, noch ein bisschen Zeit, aber dann... Dann wird es. Ja, also das ist auf jeden Fall so, da hängt so mein Herz dran. So ein 3-Scheiben mit TÜV vielleicht auch. Ja. Wir können TÜVen, Euro 0 können wir TÜVen. Ja. Also für Euro 0 haben wir Abgasgutachten alles gefahren. Genau. Ja.
Das mit, wird gehen. Mit TÜV und Turbolader und vielleicht nachher so. Also im FC-Chassis so. Kann ich dir TÜVen mit 500 PS. Ja. Haben wir alles da. Aber ich will ja einen FD fahren. Ich weiß auch nicht wieso. Eigentlich ist ein FC, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt ein FC echt gut, muss ich sagen. Also ich finde mir gefällt von Nico, auch dein Roter zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber Nico sein finde ich schon mega, wenn der da steht. Ja. Also wenn der da so vor sich her steht auf den Felgen, finde ich schon sehr spot on. Ja. Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist es auch. Eigentlich ist es das coolere Auto. Aber vom Fahrwerk her ist ein FD schon ein Traum. Ja. Das muss man sagen. Also ein FD ist schon ab. Also das ist schon, genau. Also es ist schon, wenn du das Baujahr dagegen siehst, ist schon ein Traum. Der Punkt ist halt für mich am FC, ich finde das Auto sehr eckig, sehr kantig, finde ich sehr geil. Ja. Und vielleicht ist es auch ein Thema, dass ich mich an einem, also für mich ja der Traum RX-7 ist ja ein gelber, ich glaube es heißt Spirit Type R, so, ja. Mit so einem bisschen Bodykit, ne? Und dann sind diesen hohen Heckflügel. Korrigiert mich, ja, wenn ich da jetzt irgendwas, genau, wenn ich da irgendwas falsch zusammenwerfe, aber in gelb, mag gelbe Autos, ist ein Punkt. Und gab es immer mal so einen, der war in so Videos drin und so. Aber der andere Punkt, das darf ich natürlich nicht vergessen, so ein FD, man hat sich ja nicht satt gesehen, also nicht falsch verstehen, aber man sieht die Autos schon immer sehr, sehr vielen Videos. Es ist immer sehr prägnant, das Auto. Und ein FC siehst du ja gar nicht so viel. Ich muss ja dazu sagen, ich finde auch so eine SA mega. Eine SA so auf 14 Zoll, 15 Zoll mit so Oldschool-Felgen, schön tief, finde ich ein ultra geiles Auto. Man muss dazu sagen, ich weiß halt auch, das ist halt auch viel durch Film, Fernsehspiele, was man früher als Kind kennt, ist natürlich immer FD. Ja. Er kennt ja keinen NFC. Ja. Auch wenn ich sage, heute ein RX-7, die kennen alle nur den. Ja, ja. Es gibt wenige Leute, die erste Generation kennen, die zweite Generation. Ach, das ist auch ein RX-7. Ja. Sag ich, ja, das Auto hat denselben Namen, ist einfach nur 6, 7, 8 Jahre älter. Ja? Grundlegend gesehen ist der FD eigentlich auch der uninteressanteste, sage ich ehrlich, aus dem Aspektpunkt, weil der FD, lass mich lügen, ich weiß nicht genau, wie viel RX-8 verkauft worden sind, aber der FD ist das meistverkaufte Wankelauto der ganzen Welt. Aber schau mal bitte, wie lange das Auto gebaut worden ist. Ja, natürlich. Und jetzt korrigiere mich, 90 bis 2002? Der allererste kam 92. Okay. Und dann bis 2002. Ja, genau. Also 10 Jahre. Ne? Ja. Also das ist ja also typisch Mazda, ne? 89 bis 98 in den A, ne? Das ist super lang, aber man muss auch eins sagen, und wenn wir uns ich denke mal, du hast das Auto schön abgefilmt. Also wenn man sich den FD anschaut, das Auto stellst du heute in eine Reihe zu, ich sag mal, Supersportwagen. Klar, das Auto ist klein, das darf man nicht vergessen. Ein FD ist wirklich kein großes Auto, aber das Auto würde niemals aussehen wie ein Auto von 93. Nee. Also das muss man ganz klar sagen. Das Auto sieht für mich immer noch super modern aus. Also ich gucke ja gerade auf das Auto hinten drauf und ich sage es immer wieder, das Auto ist super modern von seiner Optik. Es ist nie in die Jahre gekommen. Also das ist ja ein super zeitloses, schönes, das rundes stimmt, Chassis. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Da ist ein FC schon härter. Ein FC ist richtig 80s. Ja. So 80s, frühe 90er, so diese 944 und so. Ne? Das, wie die MK3 Supra. Ja, genau. So, genau, diese typische Optik. Aber das muss man ja wirklich sagen. Also das Auto ist da, das kannst du ja noch 10 Jahre. Aber ich finde, wie gesagt, ich habe mich in einer gewissen Weise davon satt gesehen, weil die Autos sieht man dann schon relativ oft. Und gerade in Videos und wieder in Filmen wird auch immer wieder ein FD genommen. Es ist ja super selten, dass man mal einen FC oder einen SA sieht. Definitiv, Das aber, wie gesagt, eigentlich ist es halt trotzdem, gehört irgendwie ins Portfolio. Ja. Ich weiß auch nicht, ich finde es halt geil. Ich weiß nicht, ist mit aufgewachsen, war so immer so dieses Auto, weil es halt auch so selten ist. Hier in Deutschland ist er ja schon selten. Ja. Jeder, der bei Mazda als Lehrling anfängt, sagt dir, was ist, wenn du sagst, was ist das Auto, das du von Mazda kennst, das ist ein RX-7 FD. Und ich war 17 oder 16, als ich Lehre begonnen habe, und da habe ich auch mal gesagt, mein Traumauto ist ein RX-7 FD. Das hat sich dann relativ, ich sag mal so ein halbes Jahr später, auf einen 3-3 GTR gewandelt. Wo ich mal gesagt habe, ist für mich immer das Auto, wo ich, weiß nicht, war auch so ein Punkt, ne? So Allrad Turbo. Vater hat immer gesagt, wenn du einen Evo kaufst, dann kannst du daheim ausziehen. Also war dann relativ schwierig und dann war der 3-2 GTR das Auto. Und als ein 6er MPS gekommen ist, muss man dazu sagen, habe ich immer gedacht, okay, wunderbar, 6er MPS, könnte das irgendwo für mich wegmachen, aber ist nicht mein Auto. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich 3-2 GTR, so wie der da aussieht mit den Riemenlebel, scheinbar ein Traum. Aber super interessant. Also ich selbst bin auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer, was dieses ganze Thema Wankel betrifft. Und wir werden sicherlich noch das eine oder andere Video machen. Wir werden mal schauen, dass, wenn du den Motor vielleicht zusammensetzt, dass Sebastian vielleicht vorbeikommt und wir könnten das mal filmen. Das wäre super interessant. Also, dass man einfach mal sieht, zack, zack, zack. Also, ich glaube, es ist auch für die anderen, die Leute außenrum interessant, das mal zu sehen. Finde ich mega spannend. Wenn es da so gewisse Kniffe gibt, die man vielleicht nicht sehen soll, weil man sagt, okay, das habe ich mir selbst ausgedacht, dann blenden wir das aus. Ich glaube, das muss auch jeder verstehen, weil das ist so super speziell. Und ich finde es schon mega angenehm, dass wir zu jemand hinkommen können und der das mal alles offenlegt, wie er das genau baut.
Und wenn er sagt, nee, also das ist so ein Ding, das habe ich mir selbst ausgedacht, dann kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, wir haben auch gewisse Punkte, die wir nicht komplett preisgeben, weil da einfach zu viel Entwicklungszeit reingegangen ist. Aber ich kann mich nur super bedanken für die Zeit, für deine Zeit, für das, wie du das uns erklärt hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass egal, wer in Deutschland was mit Wankel zu tun hat, weil es gibt super viele, die meinen, sie können es, aber es allein, ich sag mal, damit übertreibe ich nicht, 30, 40 Jahre Wankelgeschichte trägt der Name Weber? Ja. Ja. 78. Ja. 78 ne? Losgegangen. Ja. Also schon krass. Als mein Opa das gemacht, ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich zum Matze kommen. Ja. Wir haben früher NSU gehabt. Ja. Ja. Das war lang vor meiner Zeit. Ja. Und mein Opa zum Beispiel, ja, und mein Onkel und mein Vater, die waren so wankelaffin. Ja, mein Vater war damals, glaube ich, 18. Mhm. Ja, 78, 18, war 18 Jahre alt. Also im Endeffekt so wie ich vor 10 Jahren. Ja. Muss dir vorstellen, mussten wir NSU abgeben, mhm. ja, weil die wurden von Audi aufgekauft. Ja. Mein Opa hat gesagt, ich werde keine Autos reparieren, die keinen Wankelmotor haben. Und dann sind die 78 auf die IAA nach Frankfurt gelaufen, ja. Ja, also richtig oldschool. Ja. Dann sind die da rumgelaufen und haben geguckt, was für einen Hersteller gibt es denn eigentlich hier, der hier noch einen Wankelmotor baut. Und dann sind die da an so einem Stand vorbeigelaufen, wo so ein paar Japaner da gechillt haben, aus Hiroshima. Ja. Und da haben die gesagt, hey, wir bauen noch sowas. Bei uns gibt es das gerade. Wir haben sogar sowas im Portfolio. Damals hieß es dann so RX3. Mhm. Ja. Das ist schon krass. Aber es war ja die und dann war klar, okay, aber wir machen Wankel. Ja, aber RX3-Zeit war ja super, super wenig. Ne? Aber ja. Mega. Also wie gesagt, ich finde, ja. wir könnten jetzt hier noch 2 Stunden lang weiterreden über das. Wie gesagt, also ich meiner Meinung nach gibt es keinen in Deutschland, der so viel Wankelerfahrung hat und das quasi in die Wiege gelegt bekommen hat. Also von Opa zu Vater, von ja. Vater zu Sohn. Und wie gesagt, jetzt Marius, da ist halt so, also da gibt es kaum jemand. Und das ist mega, es ist eine, nicht mal eine Stunde für uns zu fahren, ausgesehen, wenn man fährt durch Wiesbaden wie der König. Ja. Ein Hoch auf den deutschen Brückenbau. Ja, aber sonst ist es unter einer Stunde und ich, ja. super. Also wie gesagt, für mich die absolute Adresse, wenn es um Wankel geht. Und ich bin so gespannt darauf, wie gesagt, wie das Ding mal in dem Motorraum sitzt und vor allen Dingen, was auch vielleicht später mal an Eis so macht und wie es fährt. Also das ist ja auch in einem MX-5, ich bin noch kein MX-5 Wankel gefahren, muss ich dazu sagen. Ich glaube, einen der K20 bin ich nicht gefahren, werde ich aber relativ schnell jetzt zu kommen. Aber Wankel MX-5 bin ich nicht gefahren. Also wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich denke, dass da wird das ein oder andere Video noch kommen, wenn du hier auch ein bisschen was an Projekten hast, wo du sagst, Jan, komm mal rum, lass mal irgendwie ein Fahrvideo machen, weil uns fehlt auch, wir haben es in mehreren Videos besprochen, uns fehlt teilweise ein bisschen Content, weil wir sagen, okay, wir machen fast nur MX-5. Ja. Mittlerweile auch viel anderes Mazda oder viel anderes von Mazda. Du kennst meinen Bus, du kennst meinen Pickup. Also du weißt, ich habe ja einen absoluten Dachschaden, ich kaufe einen neuen Werkstatt-Pickup, einen Mazda BD50. Weil es dann auch Mazda sein muss. Und ich denke, da können wir so viele coole Sachen machen, wo man sagen kann, weißt du, kommst du, fährt der Sebastian mal kurz rüber oder ich komme rüber und drehe mal eine Runde mit so einem Auto. Ja, ist kein Problem. Also, machen wir gerne. Vielen Dank dafür. Und, ich habe zu danken. Alles cool, hat mich gefreut. Ja. Auch, dass ich die Möglichkeit habe, dir mal sowas zu bauen. Mal jemand auch die Möglichkeit ja. nimmt, sowas zu bauen. Ja. Weil ich muss sagen, MX-5 fand ich auch mehr cool. Ja. Ich hatte auch mal einen A gehabt, der stand mal hier. Ja, ich weiß, ein Rechtslenker. Ja, ich habe den dann wieder verkauft. Ja. Sonst wäre das vielleicht auch mal ein Wankel mhm. geworden. Aber ich hatte dann, wie gesagt, wieder andere Projekte im Kopf. Ja. Ansonsten, glaube ich, ist das schon eine coole Basis. Ja, muss ich sagen. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.